Hallo meine Lieben, heute gibt es ein ganz schnelles Rezept, ein tolles Nudelrezept. Da beginnen wir einfach mit ein bisschen Öl in der Pfanne und braten Zwiebeln an. Dann kommt etwas Hackfleisch dazu. Für Veganer, die lassen einfach das Hackfleisch weg. Gut anbraten, sodass es ganz durch ist. Dann würzen wir mit Salz, Pfeffer, Paprika. Ich habe ja immer meine Mischung dabei. Oder die Mischung, die ich verwende. Ihr könnt aber einfach Salz, Pfeffer nehmen. Dann habe ich noch Paprika und extra Kreuzkümmel gemahlen. Ich liebe Kreuzkümmel. Wenn das alles gut gebraten ist, kommt dann in eine Auflaufform Nudeln, dann Kirschtomaten, dann das angebratene Hackfleisch. Und wie viele Tomaten ihr nehmt, ist wirklich geil. Dann habe ich hier noch Knoblauch und ein bisschen Salz. Einfach alles drüber. Und Feta-Käse. Ein ganzes Stück. Dann etwas Olivenöl drüber. Und das war es dann eigentlich schon. Dann kommt Wasser, ungefähr 250 Milliliter. Es sollte einfach nur bedeckt sein. Also die Nudeln sollten bedeckt sein. Dann reicht das Wasser. Und schwupps ist es fertig. Der Backofen sollte vorgeheizt sein. Dann kommt es in den Backofen für 30 Minuten und es ist fertig. Einmal alles schön durchrühren, dass sich alles gut vermischt. Das genaue Rezept findet ihr unten direkt unter dem Video. Und es schmeckt wirklich köstlich. Ihr könnt auch noch Spinat dazu machen, für Vegetarier, die können das Hackfleisch einfach weglassen. Die kein Feta-Käse nehmen wollen, können auch Mozzarella nehmen. Gut vermischen alles. Ich muss das jetzt mit einer Hand machen, deshalb war es ein bisschen schwierig. Aber es sieht schon super lecker aus und es war auch super lecker. So zum Anrichten noch schöne frische Basilikumblätter dazu. Das gibt es dann eine tolle Farbe. Man hat direkt das Gefühl, man ist in Italien. Und ich kann euch sagen, es schmeckt super lecker. Es ist ganz schnell gemacht. Und einfach nur ein Traum. Ich wünsche euch einen guten Appetit.